Frau Kollegin Schindelhauer, Sie haben also diesen ganz einfachen Antrag natürlich dazu ausgenutzt und versucht, der AfD eins überzustülpen. Das gelingt allerdings nicht, ne, weil es ist ja nun mal wirklich ein ganz einfacher Antrag, der hat mit Ideologie sehr wenig zu tun. Und Frau Heib hat es ja schon gesagt, vielleicht haben Sie das nicht nachgeschaut, sonst hätten Sie das auch erwähnt, dass dieser Artikel ja nicht schon seit uralten Zeiten in der Verfassung ist, sondern er ist ja eigentlich neu reingekommen vor einem Jahrzehnt oder, ja, oder erweitert worden, erweitert worden. So. Es ist, ich habe das Wort vermieden, ich sage es aber jetzt, es ist wie ein Warenhauskatalog. Und das ist immer die Gefahr eines Warenhauskataloges, er ist nicht ganz vollständig. Das heißt also, dann gibt es natürlich auch Prozesse, und die hat es ja schon gegeben, das ist ja nichts Neues, dass dann gesagt wird, das steht nicht hier drin ausdrücklich, also gilt das nicht. Wenn auch oben drüber steht, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Und umgekehrt kann man natürlich sagen, na ja, das ist keine vollständige Auflistung, das sind nur andere Dinge möglich, die stehen aber nicht drin. Das ist eine Streitfrage. So, wenn aber nur, ich meine, das ist doch, klarer geht es nicht mehr. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, das sind sie alle drin. So, wenn man dann noch sagt, gut, wegen der Situation, wie sie in der Bevölkerung und auch weltweit ist, der Frauen und so, da machen wir eine Ausnahme. Wir setzen dann die Gleichberechtigung der Frau, die setzen wir auch noch rein. So, dann ist aber jedem klar, da sind sehr viele andere Gleichberechtigungen, die vielleicht, gegen die vielleicht verstoßen werden kann, die sind nicht hier genannt. Und dann ist die Sache klar. Wenn man aber so eine Liste aufmacht, und das ist ja allein unser Anliegen, wenn ich so eine Liste aufmache, habe ich immer Zweifelsfragen. Und ich nicht, weil ich jetzt 84 Jahre alt bin, aber es sind die Alten hier nicht drin zum Beispiel. Das könnte man doch auch sagen, eine Diskriminierung der Alten oder auch der ganz Jungen. Und wenn man jetzt, es ist ja viel gelacht worden eben auch, ne, dann sage ich auch mal, man könnte ja eine Diskriminierung der Rothaarigen noch reinschreiben, dass das vielleicht unterbunden werden soll. Nein. Es muss genügen, wenn da einfach steht, alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich. Und das ist unser Anliegen, die Sache zu vereinfachen, ohne den Sinn zu verändern. Herzlichen Dank.